Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, genau hier haben wir in der letzten Folge aufgehört und genau hier machen wir jetzt auch weiter. Oh, hat der mich jetzt gerade erschreckt. Oh, die können wir direkt mal mitnehmen, wenn wir schon mal gerade hier stehen. Wir müssen, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ist die eigentlich nicht angepinnt? Ein neues Reich ist eröffnet. Erkunde das Ratatouille-Bereich. Wir müssen aber erstmal... Also ich weiß nicht, ob wir es müssen, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal mit Mickey sprechen. Ist überhaupt Mickeys Garten? Moment. Rechts von mir? Oder zumindest, das ist doch nicht sein Garten, oder? Habe ich deinen Garten etwa in der letzten Folge hier umgekrempelt? Es tut mir wirklich leid. Aber er sieht doch nicht schlecht aus, oder? Hey, du! Meine Güte, Gameplayerin! Von meinem Garten ist nicht mehr viel übrig. Entschuldigung. Nein, Das ist kein Chaos, was ich hier gemacht habe. Was für ein Chaos. Ja, das ist es. Minnie wäre sicher nicht glücklich, wenn sie ihn so sehen würde. Sie liebt Gärten. Je schneller wir das Rezept zubereiten, desto schneller können wir Dreamlight Valley wieder zu einem Ort machen, auf dem sie stolz wäre. Im Rezept steht, dass man für den Obstsalat Früchte braucht. Zum Beispiel Äpfel. Ich denke, du wirst im Dorf welche finden. Jetzt nicht mehr. Oh, und weißt du, was gut zu dem Obstsalat passen würde? Cracker! Du willst Cracker und Obstsalat zubereiten? Das ist echt süß von dir. Du bist klasse, Mickey. Danke! Aber, wenn ich ehrlich bin, will ich Cracker zubereiten, weil Minnie die immer gemacht hat. Ich wünschte, sie wäre hier und würde welche backen. Mickey, bist du okay? Ich? Ach, mir geht es gut. Ich vermisse Minnie. Aber jetzt, wo du hier bist, geht es mir schon besser. Minis Cracker sind einfach zu backen. Dafür braucht man nur Weizen. Hier ist das Rezept. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, wenn meine Synchronstimme von Mickey sich vielleicht sehr schräg und scheiße anhört. Ich höre nämlich nur die Hälfte über meine Kopfhörer, deswegen kann ich das nicht so steuern. Aber da fällt mir ein, wir müssen erst die Gartenarbeit machen, bevor wir backen können. Wenn wir Weizen haben wollen, müssen wir ihn anbauen. Hier sind Samen, die wir pflanzen können. Na, und Salat, sehr schön. Dann können wir das ja mal ein bisschen weitermachen. Toll, damit können wir all diese hässlichen Nachtdornen durch ein paar schöne Pflanzen ersetzen. Danke, so. Kumpel. Kein Problem. Wir haben gar keine Nachtdornen mehr, nebenbei bemerkt. Gut, Gartenarbeit haben wir ja schon gemacht. Das ist ja schon... Oh, da können wir auch direkt wieder hier... Wir haben ja in der letzten Folge hier eine schöne Straße hingestellt, wo wir nur noch entlang laufen müssen. Und wie man sieht, wir haben jetzt schon 28 von den Äpfeln eingesammelt. Ach, was läufst du mir denn jetzt hinterher? Habe ich mich jetzt erschrocken. So, das dürfte... Hat die jetzt gerade was gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, und jetzt weiß ich nicht. Ich hoffe, die geht jetzt gerade nach oben. Ich kann noch ein bisschen steuern. Okay. Grabe ein Loch und pflanze etwas Weizen. Ja. Nee, eins ist ja frei. So. Wir hatten das sowieso vor. Und ich finde es wunderbar, dass wir das jetzt so machen können. So. Weil den Salat hat man nämlich auch nicht ganz voll. Und das ist so natürlich viel besser. So, Salat. Können wir aber nur fünfmal... Ja gut, wir haben jetzt dreimal, glaube ich, bekommen. Kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher. So, erstmal umdrehen hier. Gieße vertrocknetes Gemüse. Was heißt hier bitte vertrocknet? Ich habe das gerade erst hier draufgestellt. So, die können wir... Achso, das können wir ja direkt... Moment, so rum. Das E gedrückt halten, ne? Das steht ja auch immer da drin. Das ist wunderbar, muss ich sagen. Gerade wenn wir ein größeres Feld hätten, wäre das sicher richtig klasse. Ich mache das jetzt hier nur ein bisschen langsamer. Okay, dann gießen wir das Ganze auch nochmal. Aber bitte... Hallo...
Aber bitte richtig, wollte ich gerade noch sagen. So, rechts ist... Ach ja, Dagobert ist hier jetzt... Nee, das ist Erde, was hier rausgekommen ist. Hä? Die sind alle schön nass. Warum sind die so nass? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch gerade nichts. So. Die können wir direkt schon mal ernten. Da haben wir jetzt plus 2 bekommen. Die Frage ist, wir haben jetzt keine... Nee, wir haben jetzt keine Samen. Die müssen wir, so wie es aussieht, immer... immer noch mal neu kaufen. Ah, noch ein Puzzleteil. Von König der Löwen 1. Okay. Die Frage ist nur, war das hier drin mit den Puzzleteilen? Hex und der Zauberer? Ach, das sind verschiedene Puzzle. Ah, stimmt. Das eine war von Rapunzel. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Beziehungsweise hatte ich gar nicht mehr... Boah, da gibt es ja richtig viele. Übrigens, wenn ihr das nicht wisst, wenn ihr auf Einstellung geht, könnt ihr hier unten... Seht ihr dann, wann das letzte Mal automatisch gespeichert wurde? Und wenn ihr einmal draufklickt, zack, letzte Sicherung jetzt, dann habt ihr nochmal eben zwischengespeichert. Nur falls irgendwas Wichtiges ist. Nutze das Buch in deinem Rucksack. Ach so, ja, ich habe ja was bekommen, genau. Einmal benutzen. Und ein Cracker-Rezept. Wird verkauft für 2 oder mehr. Naja, gut, okay. Das ist sehr schön, kann ich aber... Wo ist Mickey eigentlich hin? Achso, da hinten steht er. Und die andere Frage wäre, ich habe ja jetzt Dagobert quasi als Freund so gesehen und bin etwas irritiert. Ja, jetzt kommst du nach hier, ne? Das war mir klar. Moment, ich mache jetzt erstmal hier die anderen Samen, die mache ich dann noch rein. Und ich würde sagen, dass wir das dann tatsächlich so machen, dass wir, damit wir das verkaufen können bei Goofy, dass wir das dann bei Goofy anbauen. Weil wenn ich so hier stehe, ich muss dann ja immer die Samen holen. Deswegen, also immer die Samen kaufen, damit ich dann wieder was Neues machen kann. Es tut mir leid, Miki, ich komme sofort wieder raus. Hab ich mich jetzt erschrocken? Miki, ernsthaft? Ich habe dich nicht reingebeten. So, die Sachen tun wir mal. Achso, genau, die hatte ich auch da reingetan. Dann das tun wir noch eben weg. Wie, dieses Lager ist voll. Ach so, das war die Kohle. Ja gut, das ist okay. Sonst haben wir nichts. Eigentlich nur die Edelsteine und so, ne? Wobei... Ja, machen wir das mal so. Da habe ich noch einen Platz, ne? Dann tun wir da die Beeren rein. Okay, dann haben wir einmal die Beeren, falls wir damit irgendwie kochen müssen. Und wir reden jetzt erstmal mit dir, würde ich sagen. Super, jetzt müssen wir sie gießen, sonst vertrocknen sie. Minnie sagt, man muss auf die Blätter einer Pflanze achten. Daran kann man erkennen, wann sie Wasser braucht. Schön, dass du die herrschaftliche Gießkanne gefunden hast. Die ist sehr praktisch für die Gartenarbeit. Probier sie doch gleich mal aus, Gameplayerin. Jo, ich arbeite dann nur schon seit ein paar Folgen mit, aber ist in Ordnung. Können wir gerne machen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt zählt. Wenn ich jetzt hier gieße. Doch, das zählt aber auch, wenn es schon am Sprießen ist, weil die sind ja schon fertig. Ich kann ja schon ernten. Jetzt nimmt das an. Okay. So. Sprich mit Miki, während du darauf wartest, dass die Pflanzen wachsen. Miki, wo? Ach, da bist du. Oh, da können wir auch direkt nochmal ernten. Sehr schön. Miki. Hallo, du! Wow, Gameplayerin, du hast wirklich einen grünen Daumen. Danke, Miki. Gartenarbeit ist so... Also entspannend würde ich jetzt nicht sagen, weil Gartenarbeit ist doch sehr anstrengend, aber ich sag mal entspannend. Das finde ich auch. Es gibt nichts Entspannenderes als die Arbeit in meinem Garten. Vor allem, wenn man sich nicht um die Nachtdornen sorgen muss. Jetzt weißt du ja, wie Gartenarbeit funktioniert. Könntest du uns die Zutaten für das Obstsalatrezept besorgen? Äpfel wachsen an den Bäumen im Dorf. Wenn du sie bereits gepflückt hast, musst du warten, bis sie nachwachsen. Aber keine Sorge, das sollte nicht allzu lange dauern. Am besten bewahrst du dir von jeder Zutat einen Vorrat auf. So kannst du immer etwas für deine Freude zubereiten. Ich werde immer welche
bereithalten. Aha. Super. Ich habe oft Himbeeren gepflückt, um Minnie einen Kuchen zu backen. Aber dann habe ich sie immer auf dem Heimweg gegessen. Oh, Mickey. Wenn du die Zutaten hast, können wir bei dir zu Hause den Obstsalat zubereiten. Oh, und vergiss nicht, den Weizen zu ernten, den du gepflanzt hast. Ja, das. Bis bald. Ja, das haben wir alle schon gemacht. Und ja, er hat mich da an was erinnert, nämlich wir haben eine Werkbank bekommen. Wir haben aber keine Kochstelle bekommen. Ich denke mal, dass wir das an der Werkbank dann alles machen können, was er braucht. Und ich würde die schon gerne hier draußen hinstellen, würde ich sagen. So. Möbel, Zaubertrank und Verzauberung, funktional. Nö. Dann nicht. Möbel, Inventar. Ja, wie soll ich das denn machen? Geh mit Mickey zu deinem Haus, um mit dem Kochen anzufangen. Ja, ich bin an meinem Haus. Habe ich soweit alles gemacht? Gießkanne. Oder meint er damit jetzt tatsächlich ins Haus reingehen? Könntest du. Ah, ich sollte ins Haus reingehen. Okay. Wo sollen wir backen? Genau. Ich habe ja nichts, aber vielleicht kriege ich jetzt was. Hallo, du! Auweia! Eine sehr wichtige Sache fehlt uns noch. Eben. Ein Ofen. Du wirst einen in deinem Haus brauchen, bevor wir mit dem Kochen anfangen können. Aber wie der Zufall so will, habe ich einen übrig. Ja, wie praktisch. Und danke, wie großzügig von dir. Ich sag mal praktisch. So ist das im Dreamlight Valley. Manchmal taucht genau das, was man braucht, im richtigen Moment auf. Hier. Ich möchte gerne eine Quest mit jemand anderem machen. Mir tut der Hals schon weh vor lauter so reden. Moment, den Herd? Ja, wo tue ich den denn hin? Gute Frage. Weißer Gasherd. Da ist soweit alles voll. Kann ich den eigentlich nur noch hier vorne so dahin stellen, würde ich sagen. Jo. So, koche folgendes. Obstsalat und Cracker. Die hohe Kunst des Kochens. Ah, du brauchst Kohle, um sie zu betreiben. Kombiniere verschiedene Zutaten. Okay. Hab ich denn... Fange mit dem Kochen an. Ich habe natürlich jetzt gerade keine Kohle dabei. Die habe ich, glaube ich, hier reingetan. Genau, da haben wir noch eine übrig. Kann ich das irgendwie aufteilen? Genau. Ich weiß ja nicht, wie viel ich davon brauche. Keine Ahnung. Ich mache mal 20 Stück nur mal raus. So. Und dann mal gucken. Also, Rezepte. Cracker sollen wir auch machen. Dafür brauchen wir Weizen. Ja. Cracker. Cracker ist drin. Automatisches Auffüllen. Fang mit dem Kochen an. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah ja. Ah, perfekt. Ich habe Cracker gemacht. So, automatisches Auffüllen. Ich möchte nämlich mal eben was wissen. Nee, dann haben wir aber immer noch einen Stern. Aber ich denke mal, dass man das doch irgendwie darüber leveln kann, oder? Was hat er denn jetzt noch gesagt? Wir sollen Cracker, gegrilltes Gemüse, was nicht, oder? Fischsuppe, Obstsalat, genau, das war's. Okay, automatisches Auffüllen und einmal... Mh, das sieht lecker aus. Ach, da habe ich die Himbeeren für benutzt. Ah, okay. Mal eben schauen. Koche ein Sterngericht oder besser. Koche auf Früchten basierende Gerichte. Koche auf Getreide basierende Gerichte. Okay. Da müssen wir dann 15 mal einen Stern kochen. Und insgesamt 3 Gerichte kochen. Ja, das machen wir doch mal eben. Dann haben wir nämlich auch wieder neue Sterne. Da kommt er wieder rein. Er hat sich gedacht, nö, wir sind jetzt durch. Brauchen wir nichts mehr machen. Ja, ja. Ist doch alles gut. Ich will hier nur mal eben zweimal Obstsalat machen. Ich stehe total auf Obst. Also, nochmal. Zack. Und rein zufällig können wir jetzt wieder was einlösen. Okay, das mache ich natürlich
Außerhalb vom Let's Play dann auch nochmal, damit das jetzt nicht... Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Komm her. Hallo. Bist du mal hier? Kann ich mal mit dir reden? Hallo! Oh, Junge! Das sieht echt lecker aus, Gameplayerin. Ich weiß, dass Remi eines Tages zurück im Dreamlight Valley sein wird. Aber bis dahin sind deine Kochkünste auch nicht zu verachten. Ich trage gerne meinen Teil dazu bei, so rum. Das ist eine große Verantwortung. Ja, das schon irgendwie, ne? Aber ich sag mal, ich trage gerne einen Teil dazu bei. Ich weiß einfach, dass du einen tollen Job machen wirst. Du brauchst nur Remis Rezepte zu finden. Du kannst auch selbst welche erfinden. Hm. Wenn du willst, kannst du deine Gerichte auch den Dorfbewohnern im Tal servieren. Das wird sie sicher freuen. Ja! Wir haben wirklich Glück, dich zu haben. Ja! Ah, Moment. Also ich kriege jetzt Ohren und mit ein bisschen Glück bekomme ich auf Stufe 3 ihn als mein Freund quasi. Kann das sein? Und kriege ich dann auf Stufe 6 Mini oder was? Keine Ahnung. Ah nee, kann ich jetzt schon machen. Ah, ich würde die ehrlich gesagt auch gerne bei der Gartenarbeit machen. Mehr Materialien. Kann mehr sammeln, wenn du wilde Pflanzen und Früchte sammelst. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann mehr Gegenstände finden, wenn du gräbst, finde ich jetzt noch nicht so wichtig. Angeln. Tja, eigentlich müsste ich dafür ja Goofy nehmen, ne? Ich würde mal gucken, wenn das geht. Da steht ja drin, dass man die kumulieren kann quasi. Dann würde ich den mit auf die Gartenarbeit tun. Goofy dann aufs Angeln machen, wenn wir da weiterkommen. Da müssten wir theoretisch den Zauberer ja auch noch haben. Den könnten wir auf einen der anderen drei Sachen machen. Ich probiere das mal mit diesen Kumulieren hier. Nahrungsaufnahme vollständig. Neue Möbel freigeschaltet. Waschbecken und so weiter. Und er hat jetzt noch eine neue Quest für uns. Freundschaftsaufgaben. Neue. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Ach, erziele Fortschritte mit Dagobert. Dann können wir Merlin weitermachen. Oh Gott, das baut alles sowas von aufeinander auf. So, Mickey Maus Level 2 und Fortschritt bei Dagobert. Ach so, das müsste ich dann theoretisch auch machen. Dann könnte ich da weitermachen. Wenn ich bei den beiden habe, dann kann ich bei Goofy weitermachen. Also das habe ich ja jetzt alles. Freischalten Spitzhacke. Oh, Spitzhack ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Was ist denn... Oh, hier ist auch noch was. Ändere dein Outfit nochmal. Ja gut, ich kann ja wieder zurückändern. Hey, kannst du reden, Kumpel? Ja, meinst du, ich bin taubstumm oder was? Was ist denn das für eine blöde Frage? Okay, wir machen das mal eben. Wir ziehen mal einmal die Hose an. Und wieder die Hose an. Dann müsste das ja eigentlich... Nee. Dann... Zieh mir die Hose an, gehen raus. Ah, okay. Habe eine tägliche Diskussion. Okay. Schließe Dreamlight-Pflichten ab. 7. Okay. Ernte Gemüse. Sehr schön. Gut, Sammlung ist jetzt was anderes. Aber wir haben schon mal wieder 700 Dreamlight. Das ist sehr, sehr geil. Ich würde aber gerne wieder die schöne Hose haben, weil... Das ist doch... So, es ist schön, dass du mir jetzt so hinterherläufst, aber irgendwie ist das auch gruselig, muss ich sagen. Da kriege ich 450, das ist wesentlich mehr als bei den Crick... Oh, aber nicht so viel wie bei den Schokokeksen, das ist krass. Wobei ich mit der Ausdauer so ja keine Probleme habe, also... Ich würde sagen... Moment, da wollte ich nochmal gucken... 5.000 brauchen wir dafür. Und wir haben 21. Genau, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt noch eben in dieser Folge. Oh, da gibt es wieder neues Holz. Sehr schön. Also das scheint gut zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so drumherum ist. So, das war Mickys Haus hier, ne? Dann... Da ist Dagobert. Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt...
Weißt du, Dessie, komm zu mir. Komm zu mir. Ja, komm zu mir. Ja, komm her. Vielleicht müssen wir ja wirklich einfach nur lang genug an einer Stelle stehen. Jetzt guckt sie mich gar nicht mehr an. Jetzt rennt es wieder weg. Das war so klar. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ihr das wisst, wie man sich den Tieren nochmal nähern kann. Ich habe es ja schon geschafft. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Mit C hocken kann ich auch nur im... Was blubbert das da hinten so? Kann ich auch nur im Wir probieren das nochmal mit dem Angeln. Im Selfie-Menü, das wollte ich sagen. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Ich kann jetzt gerade nicht, Goofy. Du lenkst mich ab. Ich habe irgendwie, glaube ich, jetzt was Falsches gedrückt. Ich bin mal nicht sicher. Ah ja, der geht dann automatisch kleiner, verstehe. Eine Brasse habe ich gefangen. Okay. Ach so, Goofy. Ja, dich würde ich ehrlich gesagt gerne... Ich bin mir nicht sicher, weil das so blubbert hier. Und normalerweise blubbert das doch normalerweise nicht. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ob da vielleicht irgendwas drin ist, was jetzt besser ist als normal oder so. Nee, das ist wieder Regenbogenforelle. Okay, damit hat es anscheinend dann doch nichts zu tun. Naja, gut, okay. Was haben wir denn mit ihm überhaupt? Eigentlich würde ich das jetzt mit dem Remi gerne machen. Aber ich würde auch gerne den Goofy gerne nehmen. Andererseits, wenn ich nicht angel, brauche ich auch keine Verbesserung für die Angel. Also es ist eigentlich egal. Weswegen bin ich jetzt überhaupt nochmal hier runtergekommen? Ich habe schon keine Ahnung mehr. Ach so, genau, jetzt weiß ich es wieder. Da ist sein Stand. Moment, da müssen wir mal eben gucken. Hier, genau. So. Da machen wir jetzt ganz viele Löcher, wollte ich gerade sagen. Ganz viele Beete hin. Es kann sich jetzt um ein paar Stunden handeln. Oh, oder auch nicht, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Mal gucken, ob wir überhaupt noch bis zum Ende kommen damit. Naja, sieht nicht so aus. Ja, es war so klar. Es war so klar. Okay. Dann... Äpfel kann ich für 25 verkaufen. Die geben 300. Und die geben 250. Aber... Da kriege ich weniger, wenn ich die verkaufe. Dann würde ich fast sagen, dass wir von denen jetzt mal drei essen. So. Ja, das sah gut aus. Nein. 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 Du sollst das machen, was ich hier vorgebe. Ach so, es war die rechte Maus, das... Ach, verstehe. Verstehe. Jetzt weiß ich, wo das Problem lag. Okay. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal dieses Feld hier komplett durch. Ich muss ja auch zwischendurch immer mal wieder was essen und so. Und mache dann... Wieso geht das jetzt schon? Ach so, das ist das Gelbe. Seht ihr mal, wenn ich mal falsch gucke hier. Macht dann hier mal einen kleinen Cut und schalt euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich das Feld soweit fertig habe. Bis gleich. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Aber zumindest haben wir schon mal eine gute Größe von Feld. Und ich glaube, so viele Samen haben wir sowieso nicht. Deswegen, ich sollte aber noch mal ein paar Beeren essen. So, 21 Samen haben wir nur. Also von daher bringt das sowieso nicht allzu viel. So, dann gedrückt halten. Das geht dann wesentlich schneller, als das Ganze ja, aufzugraben sozusagen. Das können wir jetzt mal eben nebenbei machen. Und da müssen wir das Ganze natürlich gleich auch kurz bewässern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was passieren würde, wenn wir das Ganze jetzt nicht bewässern würden. Normalerweise, wenn es jetzt realistisch wäre, würde natürlich nichts aufgeben, wenn man es nicht bewässert. Och, jetzt kommt da hinten ein Kaninchen an. So, jetzt haben wir noch zwei. Mehr können wir nicht. Ja, hi. So. Wieso kann ich den ersten jetzt hier nicht mitmachen? So.
Da das aber ein Spiel ist, weiß ich halt nicht, wie das jetzt hier geregelt ist. Das wollte ich jetzt noch gesagt haben. So, das war jetzt nicht so günstig. Obwohl, eins hätte ich sowieso einzeln gehabt. Okay, was ich ein bisschen schade finde, dass man hier nicht gucken kann, wie lange das noch braucht. Aber ist ja nicht schlimm. So, Goofy, wir sollten noch mal kurz was handeln. Na, wie geht's? Ja. So, ich brauche... Brauche ich überhaupt Salat? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber ich hole mal 10 Stück davon. Ich will jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Und Weizen hole ich... Oh. Hole ich auch 10, wollte ich gerade sagen. Aber... Kann nur 7? Dann ist es ausverkauft. Ist das pro Tag? Wie viel kann man denn hier... Da kann ich aber ganz, ganz viel von kaufen. Na? Bis 99. Ja. Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Aber ich wundere mich, dass das dann hier... Naja, das ist dann leer. Also ich hoffe, dass es morgen wirklich mehr wieder gibt. Okay, also wir haben... Jetzt weiß ich gar nicht, was wir jetzt für die Salatsamen bekommen haben. Bezahlt haben, nicht bekommen haben. Wenn wir 10 dafür bezahlt hätten. Moment, Salat ist noch da, ne? Ich guck mal eben nach. Ne, 3 haben wir davon bezahlt. Okay. 3. 3, dann hätten wir hier einen Gewinn von 5. Weizen weiß ich jetzt leider nicht. Den könnte ich für 2 verkaufen. Also ich glaube, Weizen lohnt sich gar nicht. Ich habe es jetzt auch in erster Linie sowieso nur gemacht, damit wir dann auch Salat haben, wenn wir mal was zu essen machen. Also was kochen. Das weiß ich nicht. Ich würde das gerne verkaufen. Aber es hieß ja, dass wir das abgeben könnten. Das sind 3, ne? Dann verkaufe ich mal 1. Hä? Wieso für 0? Moment. Verkaufen für 25. Obstsalat. Ich teste das jetzt mal. Ich verkaufe 1. Ah, okay, dann kommt es erst rein. Für 25, so. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das mit den Fischen ist. 550 für den Fisch. 280 für die. Boah, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich hoffe, dass wir den Wels nicht für irgendein Rezept brauchen. Ich würde sagen, den verkaufen wir mal. Und den auch, die Brasse. So, was ist mit Bananen? Bananen sind auch ziemlich teuer, aber gut, da haben wir jetzt nicht so viele von. Äpfel sind etwas günstiger als die Bananen. Und die habe ich halt sehr günstig zuletzt verkauft. Lassen wir den Rest erstmal. Okidoki, du kannst jederzeit wiederkommen. Meinetwegen. Kaufe Samen auf der friedlichen Wiese. Sehr schön. Muss ich insgesamt 50 holen, dann kann ich hier wieder... Dreamlight. Bereite ein 5-Sterne-Gericht zu. Naja, gut. Aber bringe 2 Geschenke. Ach, mache ein Foto. Das können wir auch nochmal eben machen. Wie war das jetzt? Mit F6, glaube ich. Mit F6. Moment. So. Rechte Maustaste. Hallo, Goofy. Ja, speichern wir mal. Was soll's? So. Dann können wir das auch direkt mal machen. Verkaufe 2 Gerichte. Könnten wir theoretisch auch machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Das ist alles so... Ah, Gott, ich bin hier gerade. Gut, aber ich denke mal, den Salat, den werden wir nicht hier anbauen. Den werden wir... Ach, was macht der denn da unten eigentlich? Den werden wir höchstens hier oben anbauen. Nämlich bei uns... Da haben wir noch Karotten.
Oh ja, und da können wir auch direkt schon wieder Neues rausholen. Das ist so wunderbar. Überhaupt auch dieses, dass ich das in eine Straße gebaut habe. Ich bin sowas von begeistert davon. Das kann man gar nicht... Ach, das liegt da auch drauf. Okay. Moment. Hier müssen wir was ausgraben. Ah. Zweimal. Okay. Hier ist noch kein Holz. Ist aber nicht schlimm. Hier ist noch was Holz. So, und hier können wir... Eigentlich kommt da der Weizen rein, aber es ist nicht schlimm. Wir machen da jetzt einfach den Salat mit rein. Und dann können wir zur Not immer noch zweite Reihe, also zwei Reihen nebenan mit Weizen machen, wenn ich hierfür mal was brauche. Ah, jetzt stehst du natürlich... Ganz blöd. Och, ernsthaft. Ich wollte nur zweimal noch draufklicken. So, komm. Das ist das Gute, wenn man jetzt direkt neben seinem Haus steht. So. Ach, das Bäumchen können wir auch nochmal eben ernten hier. So. Rein theoretisch könnte ich ja sogar die Kisten nach draußen stellen, ne? Fällt mir gerade so auf. So, das. Dann die da rein. Ich weiß halt nicht. Es ging da von einer Traumscherbe. Also die brauchen wir auf jeden Fall, damit man was herstellen kann. Ich weiß aber halt nicht, was mit denen hier ist. Material, was abgebaut werden kann. Also das bekommt man ja immer mal wieder zwischendurch. Deswegen... Ich weiß aber nicht, ob es da später noch irgendwas für gibt. Ich meine, wir können ja alles verkaufen, ne? Deswegen, und hier, Kohle brauchen wir ja auch, obwohl wir es verkaufen können. Die können wir offenbar nicht verkaufen, was ich aber auch gut finde, weil mit denen kann man halt eben was herstellen. Verbessere das Haus, um mehr Lagerplatz zu haben. Verbessere das Haus. Wie soll ich denn das Haus verbessern? Ich würde mal fast sagen... Ach so, habe ich da jetzt alles reingetan? Nee, die Kohle muss ich noch. Wobei... Ja gut, wir könnten damit jetzt was kochen. Theoretisch. Platz habe ich noch ein bisschen. Ich müsste eigentlich tatsächlich nochmal so eine Truhe machen. Aber da habe ich, glaube ich, nicht genug Materialien für. Nee. Oh, doch. Oh, ja, perfekt. Dann machen wir nochmal eben schnell eine. So. Und Möbeltruhe. Ach, jetzt habe ich zwei Truhen. Da ist der Briefkasten. Ja, da müssen wir ja normalerweise nicht mehr ran, oder? Ach so, kann ich nicht wegen dem Briefkasten. Ja, toll. Kann ich das so nah machen? Und da ist noch eine. Eigentlich müssten wir jetzt eine nach drinnen stellen. Moment, wir machen das mal eben anders. Wir gehen jetzt an die Truhe. Und legen da Steine rein. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Steine und die Hölzer. Wenn ich jetzt hier reingehe, nur mal eben um zu testen. Und auf funktionelle Gegenstände. Ah, dann habe ich aber trotzdem den Zugriff drauf, obwohl das in der Truhe liegt. Das ist cool. Das ist gut zu wissen und richtig, richtig cool. Das heißt nämlich, dass das alles so miteinander verzweigt ist. Jetzt müssen wir das hier... Ich weiß nicht, ob das jetzt passt, wenn ich das daneben stelle. Oh ja, es ist sehr, sehr eng. Aber noch passt es, wenn ich das so hinstelle. Okay. Dann kann ich da nämlich jetzt alles, was jetzt irgendwie mit Essen zu tun hat, reintun. So, das. Ich bin mir halt nicht sicher bei dem Fisch, den würde ich jetzt auch mit da reintun. Und die auf jeden Fall... Achso, Moment, das lasse ich noch. Die Äpfel würde ich verkaufen.
Ich würde ehrlich gesagt die Schokokekse verkaufen, weil man da unheimlich viel Geld mitmachen kann. Ja, mit denen jetzt leider nicht so. Die könnten wir aber auch verkaufen. Dann würde ich das so machen. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas drin, ne? Genau, da waren die Beeren drin. Die nehme ich mal raus. Tu die mal hier rein, damit ich die dann zum Kochen habe. Und hier sind, glaube ich, nur Edelsteine drin gewesen, ne? Wobei ich die Kohle. Sieht zwar doof aus, aber die Kohle auch mit da rein tun würde. Weil ich die halt auch fürs Kochen brauche. So, okay, dann haben wir nämlich einiges mehr am Platz. Dann könnten wir hier die Sachen noch verkaufen. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, machen wir hier erstmal noch einen kleinen Cut. Ich komme schon gar nicht mehr nach mit dem Anpflanzen und dem Abbauen. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei den Karotten, habe ich es, glaube ich, eben gesagt, bisher den meisten Gewinn mache aktuell. Und das mache ich mal so nebenbei immer, ne? Also, dass ich mal Samen kaufe und dann wieder neue aussehe. Kann ich aber anscheinend nur begrenzt machen, weil ich ja nicht genug da habe. Also ich konnte ja jetzt nicht, ich konnte jetzt nur eine gewisse Anzahl da kaufen bei Goofy. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge erstmal die Sache im Ratatouille-Land, sage ich mal, machen. Mal schauen, was es da alles zu tun gibt und dass wir da auch mehr Kochrezepte kennenlernen können und so weiter. Und ja, einfach mal gucken, wo wir da überhaupt auskommen. Ich freue mich so wahnsinnig gerade da drauf. Ich muss auf jeden Fall die nächste Folge direkt im Anschluss aufnehmen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.